Geh dich bitte löschen. Wieso denn? Let's fucking go, bitches. Let's fucking go. Oh, ich hab Dreck auf dem Monitor. Jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich einen Fingerabdruck auf meinem Monitor. Aber guter Tausch. Fingerabdruck sehe ich nämlich nicht. A Jimli, Cho! Kurz die Blocher! Kranker Shot, Alter! Kranker Shot! Kranker Shot, Bruder! Get shit on, nerd! Hat's den aus den Latschen geschmissen, Alter. Hat's den aus den Latschen geschmissen, Alter. Hoppatschki. Hoppatschki. I love it when you call me Sanita. Jetzt mal den da draußen noch looten, ja. Ich hatte was verpasst seit Beginn des Streams. Ja, ich habe meinen Penis gezeigt. Und dann habe ich das VOD gelöscht und dann habe ich es auf OnlyFans hochgeladen. Also, wenn du da was sehen möchtest, dann musst du auf OnlyFans vorbeischauen, mein Freund. 40 Minuten pure Erotik? Immer. Immer pure Erotik, ja. Wie geht's dem Herrn? Dem Herrn geht's super. Gepriesen sei er, meine ich, ne? Danke der Nachfrage, ich hoffe ebenfalls. Lag da nicht eine Goldschein? Ah, lass doch liegen. Alter, deine geile Waffe. So eine Waffe hätte ich auch gern. West ist einer. I love it when you call me Goldnick Head Eyes. Hey Meier, was machen Sachen? Keine Ahnung. Es kommt drauf an, von welchen Sachen du sprichst. Eine Bohrmaschine bohrt zum Beispiel, ein Akkuschrauber schraubt zum Beispiel. Und eine Kreissäge sägt Kreise. Was ist denn der 16.? Mal verficktes Battle.net, Alter. Jetzt ist Ende Gelände. Alles hat ein Ende, nur Battle.net hat zwei. Bewahren Sie Ruhe. Bewahren Sie selber Ruhe. Wäre der andere auch dran gegangen. Bin ich vielleicht gerade so viel erschrocken? So viel? Weißt du, was ich nicht verstehe? Chinesisch? Ah, Russisch, okay. Aber Chinesisch passt bei dir, oder was, Jordan? So, dann loopen wir den anderen mal noch. Bowls.
Boah, Fangulo, lass mich in Ruhe. Ich kämpfe hier gerade, Mann. I love it when you call me Bambi Killer. Da bin ich richtig krank erschrocken. Beim Fenster-Dude bin ich richtig krank erschrocken. Das war kein schönes Erlebnis. Ach, Ruilor. Toll, Maya, toll. Digga, Wham ist voll scheiße, Mann. Vor allem das Lied Last Christmas, Alter. Das ist richtig beschissen, Alter. Urukai und Titebin. Das scheiß Ding kostet einfach $1,500. Das ist so für ein Arsch, das Teil. Das ist so für ein Bobbes. Aber was macht man nicht alles? Ich bin halt ein netter Typ, weißt du? Wieso Peach-Ersatz? Ah, Peach-Ersatz, gute. Gute diese. Peach-Co. Ist ja rich. Als ob, Alter. Ich glaube, in meinem früheren Leben war ich mal Trompete. Man sagt ja mal so, Leute wiedergeboren worden oder sowas. Ich persönlich glaube, ich war eine Trompete. Das habe ich heute erst erfahren. Also hast du rausgefunden. Hier eine Pfeife. Ah, ja, das kann auch sein, ja. Ah, ja, Mann. Fred Scorpion, grüß dich, moin, servus. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Das ist einfach ein Augenorgasmus. Ich war wirklich eine Trompete. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, Alter. Ich war eine Trompete. Neun von zehn Leuten finden Mobbing in Ordnung, habe ich gehört. Na, 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 na. Na, 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 na. 11 von 10 Leuten könnte ich rechnen? Ja. Das ist auch richtig. Die haben in Österreich bei den Schluchtis, haben die das Dorf Fucking umbenannt, war? Also Fucking hieß das eigentlich. Das haben die jetzt umgenannt. In Fugging. Mit Doppel-G. Es wird's was bringen, Digga. Es wird's was bringen. Als Fucking Op. Als Fucking Op. Hey, ich mach die 100 voll. Was für 100, Digga? Bruder, ich bin Maschine. Okay, ich weiß, was für 100. Aber gut, dass du es vorher noch angesagt hast. Da konnte ich mich psychisch drauf vorbereiten, weißt du? The Serious, Digga. Mega vielen Dank für insgesamt 100 Gifted Subs innerhalb von 24 Stunden, Mann. Freut euch, ihr Christen. Freut euch sehr, denn es regnet sehr. Okay, der Streamtitel heißt eigentlich, es gibt keine Weihnachtslieder, ne? Deswegen habe ich gerade nochmal so die Kurve bekommen. War richtig knapp, aber Maya hat's drauf. Er kann das. Du hast deine Eier verloren? Bittere Pille, Alter. Degeneraturtalent? Ja, ist so. Talent ist übrigens ein sehr gefährliches Wort. Das devaluiert jegliche Anstrengung, die ein Mensch in seinem Leben gemacht hat. Wisst ihr, wie unfair das Wort ist? Ich finde Talent echt scheiße. Also, wenn man das zu jemandem sagt. Also, wenn euch nicht angegriffen fühlen oder sowas, ne? Aber ihr müsst mal drüber überlegen, weißt du? Ihr müsst ja mal drüber überlegen, was das heißt. Warst du mal im Kirchenchor? Nee, aber im Schulchor war ich. Shit, dude. Wieso muss ich so eine Scheißwaffe spielen, Digga? Habe ich eigentlich irgendwas getroffen, Alter? Damage Delta Body 19.